Moin aus der Meile-Werkstatt. Heute verbauen wir an dem Model 3 von Tesla unseren HD-Querlenker. Unser HD-Querlenker hat ein komplettes geschlossenes Aluminiumgehäuse. Das heißt, der Kugelkopf ist in einem Bauteil mit verbaut. Der Vorteil davon ist, dass das Problem, was viele Tesla haben, bei dem Querlenker nicht mehr auftritt. Das Problem war nämlich lange Zeit, beim Original-Querlenker war das Gehäuse nicht geschlossen. Das heißt, der Kugelkopf hier vorne war in einem extra Gehäuse verbaut und mit einer Plastikkappe geschützt. Diese Plastikkappe ging kaputt und Wasser drang in den Querlenker ein. Das Quietschgeräusch in unserem ersten Video ist ja noch bekannt. Tesla versucht das Problem zu lösen, indem sie einfach das Gehäuse, die geplatzte Seite, mit Silikon abdichten wollten. Diese Lösung war nicht zielführend. Wir von Meile haben uns so entschlossen, das ganze Problem aufzunehmen und durch den Querlenker ein verbessertes Bauteil zu liefern. Typisch HD, Kugelkopf vergrößert, ein Bauteil und um euch die Montage zu vereinfachen, sind sämtliche Muttern und Schrauben, die ihr benötigt, im Set dabei. Das heißt, ihr müsst euch keine Gedanken machen, woher ihr das Zubehörmaterial bekommt. Wir liefern es euch mit. So, dann lasst uns zusammen das gute Stück einbauen. Ja, die Felge ist ab. Als nächstes entfernen wir den Radkasten. Der wird gehalten durch diese Klipse. Wenn alle Klipse raus sind, können die den Radkasten einfach rausziehen. Zum Schluss noch die Schraube entfernen, die unten am Kotflügel sitzt und der Radkasten geht raus. Ja, nach dem Ausbau vom Radkasten den ABS-Sensor entfernen, genau genommen das Kabel. Das Kabel sitzt hier am Querlenker und muss entfernt werden, damit nicht der Querlenker das Kabel abreißen könnte. Die spezielle Konstruktion bei Tesla erlaubt es euch nicht, den Querlenker rauszunehmen an den Schrauben, weil das Gehäuse, das Chassis im Weg ist. Ihr müsst den Querlenker oben übers Domlager lösen. Um an die Schrauben vom Domlager ranzukommen, müsst ihr den Frunk ausbauen. Ihr fangt an, entnehmt erstmal den Sicherungsschalter und danach die Schraube und Klipse. Ja, ohne Frunk sieht man jetzt auch die Schrauben vom Domlager, die wir abnehmen müssen, um das Domlager zu senken. So, letzte Schraube ist raus. Der Querlenker kann jetzt nach vorne gezogen werden. Vorweg. Hier seht ihr den Wasserablauf und hier seht ihr die Aussparung, über die das Wasser auf den Querlenker gelangte und dort auf dem Kugelkopf den Schaden verursachte, das Quietschen, das wir aus dem ersten Video kennen. Ja, der Querlenker ist rausgezogen. Einfach vorne am Kugelkopf beherzt ziehen. Da kommt euch das ganze Paket entgegen. Jetzt links und rechts die Querlenkerschrauben lösen, sowie die Zentralschraube vorne am Querlenkerkopf. Beim Einbau immer darauf achten, dass ihr gewisse Vorgaben einhaltet. Dazu gehört das Drehmoment der Schrauben, das Saubermachen der Auflagenflächen und ganz entscheidend das Einbaumaß. Das Abstandsmaß wird bei Tesla mit einem Werkzeug abgenommen. Wir können aber auch das Abstandsmaß nehmen, indem wir zwischen dem Querlenkergehäuse und dem Domlagergehäuse 60 mm abmessen. So, der Querlenker ist eingebaut. Die letzten Maßnahmen für euch sind die folgenden. Zieht die Schrauben im vorgeschriebenen Drehmoment an. Das bedeutet, die Querlenkerschraube oben am Kugelkopf bekommt 56 Newtonmeter. Die Buchsenschrauben hinten bekommen 50 Newtonmeter. Die 13 mm Kopfschrauben am Domlager bekommen 35 Newtonmeter. Und die 15 mm Kopfschrauben bekommen 62 Newtonmeter. Dazu denkt an das ABS-Kabel, das man wieder befestigen muss. Und das Allerwichtigste, lasst das Auto nach Vorschrift vermessen, damit die Achseinstellung passt und das Auto ganz entspannt wieder auf die Straße darf. Das war's von mir. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Meile sagt Tschüss.